Tom, der Abschleppwagen. Hallo Gary, wie läuft's so? Kein stinkender Fisch in diesen Mülltonnen heute? Was ist denn da los? Ach, du bist es, Matt. Warum die Eile? Du verfolgst einen Raser? Pass auf, Gary! Oh nein! Alles in Ordnung? Wir rufen besser auf der Stelle Tom den Abschleppwagen. Hey Tom, kannst du ganz schnell kommen? Gary braucht deine Hilfe. Hier ist er. Perfekt. Willst du auch mitkommen, Matt? Okay. Dann mal auf zur Werkstatt. Was müssen wir als erstes tun? Gary waschen? Schließ deine Augen. Jetzt kannst du sie wieder öffnen. Was kommt als nächstes? Wir brauchen ein neues Seitenfenster für Gary. Gute Idee. Nein, das hier ist viel zu klein. Das hier sieht genau richtig aus. Viel besser. Was können wir noch für ihn tun? Oh, natürlich. Du brauchst einen neuen Arm. Hast du einen Ersatzarm, Tom? Was denkst du? War das jetzt alles, Tom? Wofür ist das denn? Wow! Jetzt kannst du 2 Mülltonnen auf einmal anheben. Fantastische Idee, Tom. Tolle Arbeit, Tom. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen.
Hallo, Peter. Ein toller Tag für eine Tour, nicht wahr? Ach, du liebe Güte, Peter, du qualmst. Oh. Erstmal keine Panik. Wir holen Hilfe. Oh, hallo, klein Tom. Meinst du, du kannst Peter zu der Werkstatt deines Vaters schleppen? Ich denke nicht, dass das klappen wird. Wie wär's, wenn wir deinem Vater Bescheid sagen und du kannst dann bei der Reparatur helfen? Tom? Peter, das Postauto braucht eine Reparatur. Kannst du ihn in deine Werkstatt schleppen? Perfekt, auf geht's! Komm schon, Tom. Er ist gleich da vorne. Hallo, Peter. Tom ist hier, um dir zu helfen. Er schleppt dich in seine Werkstatt und dann bist du in 0, nichts wieder auf der Straße. Also, wo liegt das Problem, Tom? Junge, Junge, das ist aber ein verdammt schmutziger Luftfilter. Igitt! Ist das ein Zylinderkopfdeckel? Ich denke, Peter braucht einen neuen. Was machen wir als erstes? Ah, ich verstehe. Der Luftfilter. Guter Gedanke. Toller Wurf. Was kommt als nächstes? Nein, das kann nicht stimmen. Da haben wir dich. Zeit, den Zylinderkopfdeckel auszutauschen. Ist schon okay. Das war ein guter Versuch, Klein Tom. Gut gemacht. Toll. War's das jetzt, Tom? Wow, du arbeitest aber schnell. Peter, alles repariert. Wie fühlst du dich? Oh, das war aber super nett von dir, Klein Tom. Also musst du jetzt weiter deine Tour beenden, Peter?
Fantastisch. Viel Spaß. Tschüss, Klein Tom. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Edgar. Gut zu tun heute, was? Hey, Vorsicht. Wow, du kannst das richtig gut. Gute Arbeit, Edgar. Die sehen ziemlich schwer aus, Edgar. Da wäre ich an deiner Stelle noch ein bisschen vorsichtiger. Hey, Edgar, alles in Ordnung? Oh nein, deine Schaufel ist abgebrochen. Wie willst du jetzt weiterarbeiten? Aber Edgar, keine Sorge, okay? Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich in 0, nichts reparieren. Hey Tom! Tom, wir brauchen deine Hilfe. Edgar, der Bagger, hat Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe, schnell. Beeil dich, Tom. Hier links. Beeilung. Super, Tom. An der Kreuzung rechts. Da geht's direkt zur Baustelle. Und hier ist auch schon die Baustelle. Kannst du sehen, wo Edgar ist, Tom? Ist schon gut, Tom. Hier lang. Du wirst ihn schon finden. Aber sei vorsichtig. Schau, da, Tom. Kannst du Edgar jetzt sehen? Armer Edgar. Er sieht wirklich fertig aus. Hey Edgar, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Edgar. Bist du bereit, Tom? Na dann, auf geht's. Vorsicht, Tom. Ganz schön schwerer Transport, was, Tom? Aber schau, schon sind wir an der Werkstatt. Edgar, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Also, was denkst du, Tom? Ja, schauen wir mal nach einer neuen Schaufel für Edgar. Würde die hier passen, Tom? Nein? Wie ist es mit der hier? Nein? Und wie ist es mit der hier? Perfekt. Hervorragend. Also, die Schaufel ist repariert. Also, was kommt als nächstes, Tom? Ja, du hast recht. Wir sollten diese Tür reparieren. Da, Tom. Das Schweißgerät ist auf dem dritten Regal. Haben wir nicht noch etwas vergessen, Tom? Genau. Eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Funken beim Schweißen zu schützen. Na, dann wollen wir mal. Vorsicht, Tom. Du auch, Edgar. Wow, das sieht gut aus, Tom. Keine hängenden Türen mehr, um die du dir Sorgen machen musst, Edgar. Bist du jetzt wieder ein glücklicher Bagger? Ich wette ja. Noch etwas, Tom?
Denkst du, was ich denke, Tom? Perfekt. Dann wollen wir mal, Edgar. Zeit für eine Wäsche. Sieht so aus, als würde es Edgar gefallen. So gut wie neu, nicht wahr, Edgar? Mhm. Dann kannst du jetzt los. Mhm. Tschüss, Edgar. Viel Spaß. Tom? Mhm. Bis bald, Kumpel. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Car City bekommt ein paar neue Häuser. Es fehlen nur noch die Dächer und die Arbeit ist getan. Oh oh, das hört sich aber nicht gut an. Charlie, alles in Ordnung? Du kannst deinen Kran nicht mehr drehen? Hört sich so an, als bräuchtest du Tom den Abschleppwagen. Sonst bekommst du diese Häuser niemals fertig. Hallo Tom, macht es dir Spaß, dich im Kreis zu drehen? Wenn Charlie das nur auch könnte. Sein Kran klemmt, er kann ihn nicht mehr drehen. Kannst du ihm helfen? Dann finden wir mal heraus, wo das Problem liegt. Da ist ein Riss im Drehmechanismus. Was meinst du, wie könnte das passiert sein? Ach du liebe Güte, Charlie, du ölst dich nicht genug. Keine Sorge, Tom wird schon alles reparieren. Du hast recht. Du musst erst diese großen Schrauben lösen und den Kran entfernen, bevor du den Ring ersetzen kannst. Mhm. Welchen Schraubenschlüssel wirst du benutzen, Tom? Du hast recht. Für diese Aufgabe brauchst du den größten. Warte, du musst sicher gehen, dass der Kran nicht umfällt, wenn du die Schrauben löst. So ist es besser. Okay, dann mal raus mit den Schrauben. Jetzt ist Tom so weit, dass er den Drehmechanismus ersetzen kann. Hast du schon das neue Teil, Tom? Das hat eine dreieckige Form, Tom. Such weiter. Nein, das ist ein Quadrat. Du brauchst einen Kreis. Großartig. Jetzt müssen wir einfach den alten Drehmechanismus entfernen und durch einen neuen ersetzen. Großartig. Jetzt müssen wir nur noch Charlies Kran wieder festschrauben und er kann zurückfahren und die Häuser weiterbauen.
Zeig mal, wie du dich drehst, Charlie. Gute Arbeit, Tom. Heißt das jetzt, Charlie ist fertig und kann zurück an die Arbeit? Du möchtest Charlie zuerst noch etwas geben? Eine Ölkanne. Braucht Charlie das, damit sein Kran nicht nochmal kaputt geht? Vielen Dank für alles, Tom. Tschüss.